bei mir sie richtig sehen könnt, machen wir einen Sweden Walk. I'm super excited. Ich freue mich so sehr, wieder hier zu sein. Oh mein Gott, ich vermisse dieses Land so. Ihr könnt es euch das nicht vorstellen. Es ist schon ein bisschen schwierig, wenn man so beides ist, wenn man halb ist, ist es schwierig. Ich habe Self-Tan. Das ist der Outfit. Wir haben diese chilligen Hosen, wir haben so ein Blusenteil und so eine Jacke drüber. Yes. Und jetzt warten wir gerade auf den Felix, auf den Ehrengast, um den es in diesem Vlog auch gehen wird. Und der Felix hat die Matura. Yay! We're super excited. Und wir warten jetzt, weil wir gehen heute mit ihm essen. Und yes. Aber ihr seht, ich bin in dem wunderschönen Sundsvall, wo wir schon viele Vlogs zusammen gemacht haben. Und ja, jetzt warten wir, bis er kommt. Aber ich bin jetzt hier. Wie war der Flug? Flug war in Ordnung, bisschen Verspätung. Aufs Gepäck haben wir sehr, sehr lange warten müssen. Aber ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Vlog diesmal, weil es wird viel passieren. Es wird eine Feier und es werden viele Leute. Schauen wir, ob ich alle filmen darf, aber wird so richtig cool. So, meine Lieben, wir sind jetzt in dem Restaurant, wo wir schon einmal waren. Und hier haben wir wieder diese traumhafte Aussicht. Wir sind jetzt hier Großeltern, Vater und Felix. Felix, darf man dich sehen? Here he is, the gorgeous. Ja, the gorgeous one. Jetzt morgen hat er die Matura. Und jetzt werden wir Essen bestellen. So, meine Lieben, wir haben jetzt die erste, und zwar ist es die Vorspeise, und zwar ist es Toast Scargan. Ich liebe das dadurch, dass das eben Shrimps sind. Und das ist so ein typisches schwedisches Vorspeise, generell auch so als Snack. Also ich kann euch Toast Scargan, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und das werde ich mir jetzt munden lassen. Yes! So, meine Lieben, jetzt kommt die Hauptspeise und hier haben wir Ribs. Ja, hast du gut aufgepasst? Das ist übrigens, wenn wir zuerst geredet haben, immer schön. Das ist das Beste in Schweden. Was, Ribs? Nein, die Kartoffeln. Weil die Kartoffeln in Österreich kannst du nicht fressen. Okay. Süß, Kartoffeln. Ja. Ochsen. Was heißt? Ja. Und, was ist das? Ja. Es ist einfach zu warm in Österreich für Kartoffeln. Eine Wurst? Ja, aber es ist ja nicht eine. Es ist eine Sashimi, oder? Ja, oder wie es heißt. Nein, das ist eine Zucchini, oder wie es heißt. Das from Felix J. Johnson. Okay. Und hier haben wir meins, was ich esse. Und zwar hier haben wir Kartoffeln, hier haben wir den Fisch, hier haben wir Shrimps. Also ich mache heute auf Fisch, weil das eben in Schweden viel frischer ist und einfach viel besser. Aber ich bin jetzt, habe schon Hunger und ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Ja, mein Bruder hat mich hier gerade, hat mir Infos gegeben. Und zwar Handgepflückt. Achso. Rubel. Felix sagt gerade, die Shrimps sind handgepflückt. Ich glaube, sie machen es okay. Vlog hier, die Shrimps sind handgepflückt und die Dille wird handgepflückt sein, oder? Aus dem Garten oder irgend sowas. Ja, es ist auf jeden Fall. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen. So, meine Lieben, mein Bruder hat hier das, was war das für ein Dessert, was war das für ein Dessert? Und zwar irgend so ein Dessert mit so Karamellsoße. Und hier haben wir, sie beschweren sich gerade über mich hier im Hintergrund, und hier haben wir so einen Schokoladenball mit weißer Creme, weiße Schokoladencreme ist drin und da ist so Schokolade drüber. Und hier sind auch so Blumen und ich finde das voll, voll schön. Und das, was ich genommen habe, ich habe Cheesecake genommen, weil ich Cheesecake sehr gern mag. Und das ist eine Blueberry Cheesecake. Finde ich, sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Ich finde aber, das sieht richtig schön aus. It's really pretty. Okay, jetzt lassen wir uns das schmecken. So, meine Lieben, jetzt haben wir gegessen. Wir sind jetzt auf dem Weg. Es war extrem gut, wirklich sehr, sehr gut. Wir gehen hier raus. Dieses Hotel ist so schön. Also, wie ihr sehen könnt, it's really pretty. Und wir gehen jetzt hier gerade raus in die Natur und schauen uns den Ausblick noch von draußen an. Aber it's really pretty. Ist wirklich schön. Also, wenn ihr mal irgendwann, wenn ihr aus irgendeinem Grund in Sundsvall sein sollt, it's really, it's wirklich sehr, sehr schön hier. So, meine Lieben, wir haben hier jetzt Sonnenuntergang, obwohl es wird ja nicht dunkel in Schweden, aber es ist sehr, sehr schön. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich?
Einen Moment. Und zwar? 10:35 Uhr. Also 10:30 Uhr haben wir, ja. Und es ist noch immer wirklich extremst hell. Hello my people, it's morning und ich schaue jetzt ein bisschen crazy aus, ich habe gerade Foundation um, plus ich habe so ein Highlight Produkt, was jetzt ein bisschen crazy ausschaut, aber was wollte ich euch sagen, heute ist Studentin, heute geht's los und ich schaue ein bisschen crazy aus, I know, heute geht's los, we're excited, ich glaube es wird schön, ich bin gespannt, was ich alles filmen werde, aber es heißt Let's do this. Ich bin sehr excited. Ich bin hier in diesem kleinen Zimmer, wie letztes Mal auch schon. Das kann man hier in der Wohnung, kann man das nämlich dazu sozusagen mieten. Da hat jeder das Recht drauf. Und ich mache mich jetzt fertig und werde hoffentlich beim nächsten Clip viel, viel schöner ausschauen. That's the plan. Plus ich habe hier so einen Pickel bekommen, der tut so weh. Okay, let's do this. Let's be pretty. Okay, so meine Lieben, hübsch bin ich, aber es geht so ein Sturm und ich habe ja das Schild verkehrt herum vom Felix, weil das bekommt man ja, wenn man in Schwerin die Matura macht. Und ich bin jetzt eben am Weg dorthin, aber ihr seht, it's really, really heavy. Also es ist nicht heavy, aber es ist einfach der Wind. Ihr seht ja das? Okay, wir sehen uns. Ich werde jetzt versuchen, hier irgendwie diesen Weg zu bestehen. Ihr hört sicher nichts, weil so ein Wind geht. I don't know what's happening, aber gut. Let's do this. Meine Lieben, jetzt stehen wir vom Rathaus. Da hinten seht ihr schon so Ballons und sowas. Ich werde heute hier das Schild halten mit dem Felix als Baby. Das ist nämlich ursüß. Das bekommt, also jeder macht halt so ein Schild und da steht eben, also herzlichen Glückwunsch zur Matura dann, wenn wir es übersetzen, oder zum Abi. Und genau. Und CPM, ich glaube, das ist die Klasse. Und hier stehen wir jetzt dann und werden hier dann. Und dann bekommt man eben auch noch die so hier drüber hängen. Die sieht man hier so. Diese, die hängen wir. Ah ja, Outfit of Today ist dieses grüne Set und ein Blazer. Yes. Und High Heels natürlich. Meine Lieblings, diese Plastikschuhe. So meine Lieben, ich stehe jetzt hier mit den ganzen Menschenmassen im Hintergrund. Wir warten schon alle, bis sie rauslaufen. Es sind nur noch ein paar Minuten. Das ist ja gerade, ich habe es voll verpasst, wie er rausgelaufen ist. Ah, man hört nichts. Und so ein Mix. Achso, vielleicht sind sie auch, wir auch so Mix. Okay, warte, zu Felix, ich gebe euch jetzt den Namen. Ja, Felix! Okay, jetzt warte ich hier mit meinem Ding. Schau, jetzt hängen alle Leute, hängen mir jetzt ganz viel drüber. Gratis! So, Felix, er hat jetzt die Matura, Abi, wie auch immer ihr dazu sagen wollt, hat er jetzt bestanden. Hier ist er mit seinem Schild. Alles klar, hier sehen wir ihn in groß. Er hat ganz viel, das wird so wehtun dann, wenn er mit dem Ding noch fährt. Aber sehr, sehr hübsch ist er auch angezogen. Yes. Gratis! Meine Lieben, jetzt gehen wir gerade, und zwar wo sie raufsteigen, wo sie dann mit diesem Flock fahren. Es ist überall am Bundeskonfetti. Es ist crazy, es sind natürlich viele Leute. Aber wir gehen jetzt dorthin. Ich habe weiterhin schön das Schild in der Hand. And let's go! Jetzt kommen sie, die ganzen Maturanten, und die dann eben später auf dieses Flock hier drauf wollen. Da kommen sie. Jetzt steigen sie gleich hoch. Kommen jetzt hier schon wieder mit ihrem Hauptding und sie haben Party. Da vorne sind sie und es geht los. Es ist wirklich ein Fest, Leute. Jetzt warten wir, bis der Felix hier hineinkommt. Ich stehe hier. Wir warten. Ich habe so ein Tüting. Oh, da. Nej, så här ska det vara. Ja, för det kommer väl.
Komm an. Wir warten. Okay. Ja, komm da! So, meine Lieben, ich wollte euch nur zeigen, und zwar, Helle, dein Buffet, Felix. Möchtest du was zu diesem Buffet sagen? Das ist alles du gekocht, oder? Das habe ich alles gekocht. Das habe ich um 5 in der Früh gemacht. Ja. Das habe ich um 3 in der Früh gemacht. Ja. Das war schnell, nur ein bisschen so, in der Früh. Und das auch. Und hier habe ich handgepflückt. Handgepflückt? Heute in der Früh. Die Schrimps sind auch wieder handgepflückt. Genau, das heißt, das ist auch selber gemacht. Und die sind auch handgepflückt. Handgepflückt. Willst du irgendwas sagen, Felix? Was sagst du heute an deinem großen Tag? Was wird sich in deinem Leben verändern? Nix. Was soll sich verändern? Das ist die Message von uns. Es wird sich nichts ändern, aber wir haben ein geiles Buffet. Alles handgepflückt. Zeigen. Jetzt sind die Torte hier gekommen. Hier ist die Torte. Felix ist gerade nicht da. Ich filme mal so die Runde. Wir sind jetzt alle hier versammelt und haben hier eine nette Abend. Es ist jetzt, oh, jetzt kommen sie. Felix und Dieter, sein bester Freund, sind nämlich gerade draußen. Ich mache jetzt hier auf. Ja. So, my people, ich wollte euch noch hier von vorne zeigen. Und ich wollte euch auch noch das Chin zeigen. Hier steht nämlich gratis Felix, die Studentin, weil er eben die Matura gemacht hat. Mein Pickel is growing like a tree. Aber sonst finde ich eigentlich ist recht schön, das Make-up. Aber it is what it is, people. Jetzt kommen sie bald, aber wir werden jetzt Torte essen und anschneiden. Yay! Hallo meine Lieben, und zwar, es ist jetzt so, ich habe schon mein Make-up gemacht. Ich habe mich nochmal hingelegt. Ich war dann doch ziemlich müde noch. Jetzt ist es gerade so, dass ich hier versuche, diese Girlanden, seht ihr das? Warte, ich zeige es euch hier mal so. Diese ganzen Girlanden nehme ich hier gerade runter, weil ich mir gedacht habe, let's help, if we can help. Und das mache ich hier jetzt. Das heißt, ich nehme hier gerade ein paar Girlanden runter. Und genau, wie war die Feier? Feier war wirklich, wirklich schön gestern. Ich muss jetzt sogar hier auf den Tisch steigen. Also die Feier war wirklich, wirklich schön. Wie ihr seht könnt, bin ich noch im Pyjama. Ich bin noch nicht einmal aus dem Pyjama rausgeschafft. Aber ja, es ist jetzt dann heute auch noch Matura feiern oder Abi feiern, wie ihr dazu sagen möchtet. Habe ich gesehen, sind noch welche. Und weil man hört sie immer beim Vorbeifahren, hört man sie immer so. Und genau, aber jetzt habe ich mir gedacht, räume ich ein bisschen hier weg. Ich habe schon gestaubsaugt, habe ich schon. Geschirrspüler habe ich eingeschalten. Haare muss ich gleich nochmal machen, welche habe ich dann hingelegt. Aber ich sag's euch, meine Haare, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich mit nassen Haaren schlafen gehe, dann sind sie immer extrem so strohig und komisch. Und wenn, seht ihr, wie schön sie jetzt sind? Das ist einfach nur, wenn ich sie Luft trocknen lasse und nicht mit nassen Haaren schlafen gehe. Das ist das Wichtige. Genau, diese Girlanden muss ich auch noch wegnehmen. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich werde jetzt vielleicht kurze Pause, weil ich beginne jetzt langsam schon zu schwitzen. Jetzt habe ich schon noch einen Staubsaugen und so. Yes. Ich zeige euch mal, wie es hier sonst so ausschaut. Und zwar kann ich euch so umdrehen. Nein, dann zeige ich es euch so. Hier seht ihr noch den Tisch, das sind jetzt noch die Reste. Wir haben hier dann auch noch die Girlande gehabt. Und hier seht ihr auch noch so Luftballone, die haben wir gestern aufgeblasen. Yes, my people. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt schminke ich mich noch ein bisschen fertig, mache mich fertig. Die Girlanden will ich noch runtergeben und dann rufe ich an, weil sonst würde ich gerne in die Stadt rausgehen. Weil ich würde gerne, dann würde ich gerne rausgehen und einfach nur spazieren gehen, sowas machen. Das heißt, ich rufe an, weil alle sind jetzt weg. Meine Großeltern und meine Mutter und die Großeltern sind rausgefahren aufs Land. Und Ulla war auch dabei und ich hätte dort keinen Platz mehr bekommen.
Und das, also ich hätte schon, aber ich wollte nicht, dass die sich so ein, also ins Auto drängen müssen. Das heißt, da habe ich gesagt, dann bleibe ich da. Dann war kurz, ich was mit meinem Vater und meinem Bruder mache, ist auch nicht so geworden. Now I'm here alone. Ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht. Dadurch, dass ich jetzt, ja wie ihr wisst, Vollzeit arbeite und immer so viel zu tun habe und es ist jedes Wochenende irgendwas, ist es ganz angenehm, so einen Tag so chillig zu haben. Aber ich würde jetzt dann schon bald rausgehen wollen. Das heißt, weil das Wetter ist sehr, sehr schön für Schweden. Wirklich schön. Das heißt, ich würde dann noch meine Mutter anrufen und fragen, wie lange sie noch da draußen bleiben. Oder ich gehe alleine die Stadt unsicher machen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Frequenz, my people. I love you. Hello, my people. Ich bin jetzt fertig geschminkt. Outfit is also on, da liegt mein iPad jetzt drauf. Ich warte hier. Ich habe jetzt schon, die oberen gelandet habe ich jetzt gelassen, aber ich habe gestaubsaugt, ich habe die Geschirrspüle rausgeräumt, ich habe meine Sachen runtergetragen, weil ich jetzt dann heute dort unten schlafen werde. Ja. Ich hoffe, dass ich noch Zeit habe, mit meiner Mutter essen zu gehen am Abend. Yeah. Ein bisschen Social Media habe ich gemacht. Yes, I'm just sitting here and waiting. Mein Haut am Kinn ist wirklich ganz schlimm momentan, aber otherwise I think the makeup is cute. Okay, meine Lieben, schauen wir, ob ich heute noch rauskomme oder nicht. I don't know. We shall see. Jetzt ist bald 6 Uhr am Abend. I don't know what to do. Meine Lieben, jetzt ist es so, dass wir am Weg sind in ein Restaurant. Hier ist meine Mutter, hier bin ich in Schattenform. Und wir gehen jetzt eben zu einem Restaurant. Und wir haben jetzt schon was gefunden und das sieht sehr, sehr schön aus. Das heißt, let's go. So, meine Lieben, wir sind jetzt in einem Restaurant und ich habe schon fast das ganze Brot aufgegessen. Das ist enorm gut. Das ist so, ich weiß nicht, irgendwas so ein Gewürz ist da drinnen. Und dazu dieser Aufschnitt, der war auch gut. Ich esse gleich auch noch das letzte, weil ich habe Hunger. Und wir haben eine Vorspeise haben wir bestellt und dann haben wir auch noch eine Hauptspeise bestellt und Dessert auch noch. Weil da habe ich gesehen, da gibt es diesen Schokoladenkuchen. Mm. Also ich glaube, wir werden sehr angegessen von hier weggehen. So, meine Lieben, jetzt wollte ich euch nur zeigen, das ist jetzt unser Dessert, was wir bestellt haben. Das ist so eine kleine Blanco oder blonde Pizza, wie ihr auch immer dazu sagen wollt. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen, weil es sieht sehr, sehr lecker aus. Hier haben wir haben beide dasselbe bestellt und yes, let's eat. So, meine Lieben, jetzt ist es Zeit fürs Hauptgericht und es ist Pommes mit so Fleisch. Und meine Mutter hat sich eine Pizza genommen und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Yes, das ist immer sehr... Ich bin gespannt. Die Pommes, probieren Sie. Live and pressure. Nicht so gut, aber sehr, sehr heiß. Lass uns jetzt schmecken. So, meine Lieben, es ist Dessert-Time und wir sehen uns. Ich habe so ein Schokoladenküchlein genommen und dann habe ich hier das Eis. Ich werde danach noch eine kurze Frequenz zeigen, wie ich das esse, aber es sieht... It looks amazing. Es riecht doch so gut, weil er ist ja natürlich warm, der Schokokuchen. Mmm, lecker, lecker. Nee, es lebt da. Mama, es lebt da. Jo, du bist immer Herbst. Ich esse hier gerade den Schokokuchen. Was? Sehr gut. So, guten Morgen, meine Lieben. Und zwar, ich wollte euch nur zeigen. Und zwar, das sind jetzt zwei Kartons. Erstens, das ist ein Geschenk, was ich von meinem Onkel und meiner Tante bekommen habe. Zu meiner Studentenfeier. Das finde ich sehr lustig, dass ich das in diesem Vlog mit nach Hause nehme. Ich habe nämlich so viel Platz in der Tasche, weil die Geschenke und das alles, das hat so viel Platz genommen. Das heißt, ich habe jetzt so viel Platz in meiner Tasche. Und leer mit einer Tasche fliegen ist auch blöd. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich die Sachen mit. Und das ist meine Studentenmütze und meine... Umhängdings und alles mögliche, was da alles drin ist, ist hier drin und das habe ich jetzt, nehme ich jetzt auch alles mit. Das heißt, das finde ich jetzt sehr lustig, das nehme ich jetzt da mit und ich werde mich jetzt noch fertig machen und dann geht es jetzt schon los, dann ist schon wieder vorbei mit Schweden. I'm gonna miss it, aber okay, das heißt, das packe ich jetzt in die Tasche rein. Meine Lieben, ich wollte noch sagen, wir waren hier jetzt bei dieser Raststätte, wo ihr so schön im Hintergrund den See sieht und jetzt fahren wir weiter zum Flughafen. So, my people, wir sind jetzt
in Wien angelangt. Ihr seht, hinter mir ist der Flughafen. Wir sind müde. Es ist bald 12. Es war der späte Flieger und ich freue mich schon auf mein Bett. Yay! Das habe ich euch mein Outfit überhaupt gezeigt. Ganz chillig, dieses Leinen-Set. Oder es ist kein Set, aber so ein Leinen-Material von Nina Tricot. Very nice. Aber jetzt, meine Lieben, ich würde sagen, ich könnte eigentlich jetzt schon den Vlog beenden und sage euch vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geht. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!